Servus Freunde des sauberen Bergluft. Und zwar hier haben wir den Skin Überholer, den gibt es jetzt in einem zweiten Style. Und zwar zuerst gab es den mit Helm nur, jetzt gibt es ihn auch ohne Helm. Das heißt, wenn ihr den Skin holt, könnt ihr über die zwei Styles entscheiden, wie ihr ihn tatsächlich dann letztendlich haben wollt. Ich finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ohne Helm sogar noch ein bisschen cooler. Mit Helm sieht er ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen schlecht oder komisch aus, aber ich fand den Helm ein bisschen zu groß auf ihm drauf. Ohne Helm, ach, so groß ist er nicht. Ohne Helm sieht er auf jeden Fall cooler aus, meiner Meinung nach. Der Speckling ist in Ordnung, dieses Samurai-Schwert oder wie auch immer auf so einem Rucksack ist in Ordnung. Hat mir jetzt aber auch nicht mega vom Hocker. Ja, es ist beides in Ordnung, gefällt mir auf jeden Fall. Okay, dann gibt es ja auch nochmal hier die weiße Bö. Ja, ist ein cooler Gleiter, kann ich nicht anders ausdrücken. Gefällt mir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich mir den holen werde. Irgendwann werde ich mir sicherlich holen. Zwei Auspuffrohre wären geiler gewesen, finde ich. Aber okay, gut, ist jetzt wirklich so eine Kleinigkeit. Ich werde ihn mir auf jeden Fall holen, nur nicht heute. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann habe ich hier Rennfieber-Skin. Das ist hier die weibliche Variante. Die habe ich schon und die gefällt mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen, mit und ohne Helm relativ gut. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und das Backbling sieht auch in Ordnung aus. Ich finde sogar ein bisschen besser als seins, weil es ist komplett weiß mit ganz wenig Schwarz und seins war ja, hatte doch ein bisschen Schwarz noch dran gehabt. Ja, ist in Ordnung, gefällt mir auf jeden Fall. Und ja, ich würde diesen Skin auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Ist eine nice Geschichte. Gut, dann habe ich hier den Shogun. Den finde ich richtig abgefahren, richtig nice Skin, richtig groß zwar, das ist das einzige Manko, finde ich, dass er viel zu groß ist, aber ich finde ihn richtig nice, kann ich nicht anders ausdrücken, böse sieht er aus, die Maske ist einfach nur brutal, gefällt mir auf jeden Fall. Das Backbling, ja, das ist so ein besonderes, ich weiß auch nicht, ich habe noch keinen Backbling gesehen, was größer ist als dieses, es ist echt einzig in der Art und ich finde, es steht irgendwie keinem anderen Skin. Es gibt ja noch den anderen Skin, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, der genauso aussieht wie der Shogun, also so ziemlich ähnlich. Dem steht das Backbling auch, aber wie gesagt, das sind die einzigen Skins, denen dieser Rucksack irgendwie passt. Der ist wirklich zu groß und ja, wie gesagt, da passt das auf jeden Fall. Und dann haben wir hier Klingenbiss. Ja, so eine Maske mit seinem Samurai-Schwert dadurch und ich weiß auch nicht genau, wie das Ding da heißt, eine Klinge, ja. Ist auf jeden Fall eine nice Geschichte, gefällt mir, aber jetzt auch nicht so mega mäßig, dass wir das unbedingt haben muss. Und dann haben wir hier Kabuto. Ja, ein abgefahrener Gleiter, wo die Klingen alle rauskommen, sich entfalten. Ist auf jeden Fall nice, gefällt mir die Maske, finde ich auch richtig gut drauf. Ist auf jeden Fall nice. Gut, dann haben wir hier die Gaunerin, die finde ich auf jeden Fall richtig gut. Die habe ich schon. Jetzt spiele ich, wie gesagt, viel zu selten mit ihr, aber gefällt mir auf jeden Fall. Dieser Rucksack hat es auch in sich, hat alle möglichen Diebesgut-Sachen drin. Gefällt mir auf jeden Fall. Ja, dieses Skin ist wirklich nice. Dann habe ich hier wieder diese Battle Pass Stufen Aufstieg, 10 Stufen und 500 XP für 600 V-Bucks. Wie gesagt, Freunde, ich halte davon nichts, wenn ihr es braucht, okay. Aber ich habe ja noch genug Zeit, noch eine halbe Season, um die Punkte zu erreichen. Ich glaube, das kann man sich auf jeden Fall freispielen und muss das nicht freikaufen. Aber gut, wie jeder wie er mag. Fährtenleser, ja, ich weiß anders, wie gesagt, ich werde mit diesem Gesicht nicht warm. Der sieht einfach noch viel zu müde aus. Wie als ob er versucht, krampfhaft irgendwie in die Ferne zu schauen und irgendwas zu erkennen, das ja, ist überhaupt nicht meins. Vom Style her ist in Ordnung, sieht schon breit aus und ich kann mir gut vorstellen, im Spiel sieht er auch nicht so schlecht aus, aber das Gesicht würde mich total stören, wenn ich diesen Skin hätte. Aber gut, man sieht ihn ja ohnehin nicht von vorne. Das ist nur das, was die Gegner sehen, bevor sie dann abgeknipst werden oder ausgeknipst werden. Ja, ist auf jeden Fall in Ordnung. Für 800 Fieber kriegt ihr doch einen guten Skin. Dann haben wir die Disco-Fieber. Mhm. Ja, ist in Ordnung, gefällt mir. Ich weiß noch nicht, ob mir das jemand jetzt holen soll oder nicht. Ich denke schon, dass wir holen werden. Auf jeden Fall. Mhm. Und dann haben wir Zaubermacht. Er hört sich sehr, sehr laut an, das gefällt mir nicht. Das herumgeschwebe um diesen Kristall herum ist in Ordnung. Die Hacke solltes würde ich auch, sage ich mal, eventuell holen, aber haut mich jetzt nicht wirklich so vom Hocker. Und sie ist mir viel zu laut. Das Schwingen ist laut und das Einschlagen ist laut. Ja, ist halt vielleicht nicht meins. Dann haben wir die Tipos. Ja, auf jeden Fall auch eine nice Geschichte. 200 V-Bucks ist echt nicht viel. Sollte man sich auf jeden Fall holen, wenn man ein bisschen was noch drauf hat.
das war's mit dem Shop, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich denke, ich werde heute im Laufe des Tages mich noch einmal melden, weil ich werde wahrscheinlich gegen 17 Uhr bis so um 19, 20 Uhr eine Session starten, wo wir miteinander zocken können. Ich zocke mit all meinen Abonnenten und alle haben die Möglichkeit, mich zu adden und mit mir zu zocken. Und wie gesagt, da werde ich mich aber nochmal deswegen melden. Wenn es heute nichts wird, Freunde, dann machen wir das morgen auf jeden Fall zwischen 17 bis 20 Uhr ungefähr in dem Dreh, weil wir dann ein bisschen miteinander zocken. Wenn ihr Interesse dazu habt, ich werde hier oben eine Abstimmung machen, schaut bitte oben rechts, das werde ich ein Formular reinhauen. Macht bitte mit, sagt mir Bescheid, ob ihr da mitmachen möchtet und wann es euch besser passen würde, heute oder morgen, damit ich dann Bescheid weiß. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es heute noch was wird, aber morgen ganz sicher. Okidoki, da bedanke ich mich fürs Schauen. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann lasst doch bitte ein Like da. Und wenn ihr mich richtig unterstützen möchtet, dann lasst auch ein Abo da und aktiviert die Glocke und ihr verpasst nichts mehr. Okidoki, ich wünsche euch was, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.